Draußen. Ich bin's wieder, euer Dave. Tja, heute mal wieder zurück mit einem Tutorial-Video, wie man hier schon schön sehen kann. Ich zeige gleich mal, wo die Reise hingeht. Das Referenzbild wird irgendwo eingeblendet. So wird das Ganze dann aussehen, beziehungsweise da wollen wir hin. Ich fand es ganz interessant, das Motiv, vor allem das Glas. Habe ich noch nicht selber geairbrushed, Glas. Und hatte ich voll Bock drauf, deswegen habe ich das Motiv gewählt. Und genau, das werden wir nämlich jetzt machen. Ihr seht es hier schon, das Glas ist schon fertig. Warum ist das schon fertig und der Rest nicht? Weil ich das Tutorial ein bisschen aufsplitt, weil es ist doch relativ viel. Und so hat man dann einfach die Teile und es ist leichter zum Schauen, Nachmachen etc. Deswegen habe ich das ein bisschen aufgesplittet und dann wird man das ganz einfach machen. Wir brauchen auch nicht viel Material für dieses Bild. Da mal keine Sorgen jetzt, dass ihr Unmengen an 1000 Farbtönen braucht oder so, sondern wir brauchen hier eigentlich gar nicht so viel. Trotzdem ist es ein sehr anspruchsvolles Bild, also Anfänger können sich gerne ranwagen, aber es richtet sich eher an Fortgeschrittene oder Profis. Deswegen da nicht verzagen. Wir brauchen eine Leinwand, egal was für eine Leinwand oder Airbrush-Papier oder. Es muss einfach nur schwarz grundiert sein, egal ob mit Acrylfarbe oder Lack, ist wirklich egal, je nachdem was für einen Untergrund ihr habt und dann kann man da schon loslegen. Das Originalreferenzbild wird in der Infobox sein, damit ihr das nämlich habt zum Abmalen oder Ausschneiden, egal was, wie ihr das benutzen könnt, so habt ihr das Referenzbild wie ich dann auch immer griffbereit und könnt das perfekt nachmalen. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch die Farben und da brauchen wir jetzt für das Glas einmal schwarz und weiß deckend opake Töne von der Schminke. Das ist schon mal das eine und dann einmal Goldocker transparent und einmal Weinrot transparent, beziehungsweise die hier ist die spezielle Candy-Auskopplung von den transparenten Tönen. Ich muss sagen, die gefallen mir mittlerweile besser als die Standardtöne. Die haben irgendwie nochmal so eine geile Farbbrillanz. Deswegen nehme ich die zurzeit relativ viel für normale Sachen, weil die mir besser gefallen. Dankeschön nochmal da an Schminke für diese coolen Candyfarben. Das Video verlinke ich mal in der Infobox. Da könnt ihr euch das gerne anschauen, wenn ihr wollt. Da haben die mir das nämlich geschickt. Und das war schon ziemlich nice. Wenn einem hier die Töne nichts sagen, also transparente und opake und so, dann schaut euch gerne das Tutorial-Video an mit den Farben. Da habe ich schon eins gemacht mit allen Basic-Sachen drin, also da seid ihr schon komplett abgedeckt. Wenn ihr das euch anschaut, dann habt ihr da auch einen besseren Überblick über das Ganze. Und was wir am Ende noch brauchen, ist eine Freihandschablone, egal welche, ihr könnt euch welche selber machen, aber die werden wir auf jeden Fall brauchen für die ganzen Spiegelungen und das Ganze. Abgesehen davon ist das Ganze wie immer bei mir komplett Freihand. Also ich arbeite hier nicht viel mit Schablonen oder so, ganz im Gegenteil. Ich mache lieber gern Freihand, da habe ich noch, ich bin nicht so der Schablonenfuzzi oder klebe alles tausendmal ab. Ich finde, es sieht auch nicht immer wirklich geil, also nicht immer ganz so geil aus, wenn man Sachen abmaskiert, viel abmaskiert, das sehe ich jetzt öfters bei anderen Projekten, bei anderen Leuten und Kumpels, dann wirkt es manchmal einfach zu krass abgehackt und das gefällt mir persönlich nicht, deswegen arbeite ich eigentlich zu 95%, machen wir mal die 5% für die hier noch mit rein, Freihand und genau, dann wisst ihr gleich, wo ihr hier dran seid. Genau, und ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt schon gesagt habe, jetzt sage ich es eben nochmal schnell, wir teilen es eben auf dieses Bild, damit wir eben die einzelnen Bestandteile haben, weil es doch relativ viel wird und so können wir Step by Step dieses Bild fertigen. Ihr habt alle Infos dazu, was ihr braucht, was für Farben ihr braucht, Referenzbild habt ihr. Dann würde ich einfach sagen, geht die Post ab und wir gehen mal ab zum Maltisch. Whee! So, da sind wir am Maltisch, ihr Lieben. Und wir fangen jetzt mal direkt an. Und zwar fangen wir hier unten am Glasstiel an. Finde ich ein ganz passender Beginn, weil da eh so eine extrem helle Quelle dran ist.
wie man ja dem Referenzbild entnehmen kann. Und da habe ich mir gedacht, da fange ich an. Dann kann ich nämlich einmal den Fuß komplett nach unten fertig machen und dann eben mich weiter nach oben durcharbeiten. Aber das könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Wir haben jetzt wieder den Airbrush Kompressor auf 1,8 bis 2 Bar eingestellt und haben hier jetzt ein Deckweiß von der Schminke Aircolor drin. Das opake Deckweiß mit ein paar Tropfen Wasser verdünnt. Das sind ja wasserbasierende Farben, deswegen kann man die mit Wasser verdünnen. Und das haben wir jetzt schon alles gemacht und da können wir, wie wir hier eben sehen, schön schichtend und lasierend arbeiten mit dem Deckweiß. Ich verdünne es halt, damit es halt nicht so dick aufträgt, sondern erstmal so einen smoothen, weichen Abgang hat. Das erkläre ich aber noch mal ausführlicher in diesem Farbtutorial-Video von mir. Da seht ihr das Ganze da noch mal mehr im Detail. Aber wie wir jetzt hier sehen, wir brauchen hier wieder unsere Abdeckschablone, um das Ganze eben. Bei Glas ist natürlich wichtig, dass es halt eine saubere, scharfe Kante hat. Ich benutze die jetzt nicht überall direkt immer am Rand, weil ich dann eben manchmal die Außenkontur dann eben nochmal schöner und feiner mit dem Schwarz ausarbeite. Und hier habe ich mir gedacht, komm, wenn wir schon ein Tutorial machen, dann nehme ich euch auch mal so nah ran, wie es möglich ist, sodass es halt Sinn macht, damit ihr einfach genug seht und da auch genug draus ziehen könnt für euch. Und da bin ich mir auch nicht zu schade, euch das so im Nahen zu zeigen. Ich habe da ja nichts zu verstecken und dann seht ihr mal das, wie wir da arbeiten. Auch hier halt die Farbe wieder richtig einstellen, so dass sie euch nicht wegläuft, zu stark oder zu wenig verdünnen, damit sie zu dick aufträgt. Aber da kriegt ihr dann schon mit euren Farben irgendwann einen gewissen Feeling hin. Und jetzt arbeite ich jetzt einmal mit Weiß das Ganze bisschen vor am Fuß und wechsle dann immer wieder mal zwischen Schwarz und Weiß hin und her, um dann schon mal ein paar Kontraste zu setzen. Und genau, wir werden das ganze Bild jetzt einmal schwarz-weiß ausmalen und dann zum Schluss hin erst einfärben mit den zwei Farbtönen und da wiederum eigene Farbtöne kreieren. Das ist ja das Schöne an den transparenten Tönen. Und dann werden wir wieder ein bisschen mit Schwarz und Weiß arbeiten. Aber das seht ihr dann noch alles. Das ist ja jetzt nur mal kurz so, damit ihr wisst, wie das jetzt hier weiter funktioniert. Und da sieht man mal, wie hilfreich so eine Freihandschablone ist. Man muss halt nur schauen, dass es nicht runternebelt oder dass man halt immer von der Seite wegnebelt, wo die Schablone runtergeht, damit man eben nicht da unter die Kante runternebelt und dann bringt die ganze Freihandschablone nichts. Sondern ihr seht, jetzt kreieren wir hier eben schöne Ränder. Da werde ich aber dann später nochmal mit Schwarz ein bisschen nach außen hin das Ganze weiter abarbeiten, damit es noch ein bisschen schöner aussieht. Und genau, ich orientiere mich jetzt hier halt am Referenzbild so gut wie möglich, bloß ich gucke natürlich, das Bild hat, also ich gucke, dass ich so viele Details wie möglich unterbringe, aber so 100% wie dort kann ich es jetzt mit Airbrush dann nicht machen, da sind dann doch zu viele krasse Spiegelungen teilweise im Fuß drin. Da werde ich es an ein, zwei Stellen ein bisschen runterdampfen auf eine angenehmere Qualität. Aber das ist auch nur minimal, also da einfach schauen, wie ihr das hinbekommt. Und wie man sieht, halt wieder viel Freihandarbeit. Und beim Glas halt wichtig, nicht zu deckend arbeiten, weil Glas eben transparent ist, sondern eher so zum Außenbereich hin immer deckender und dann nach innen wieder etwas weicher arbeiten. Dann bekommt es schon recht natürlichen Flow. Genau, und jetzt werde ich hier eben im Stiel schon mal anfangen, den Teil schon mal so fertig machen würde ich jetzt nicht sagen, aber schon mal so eine Kontrastgebung geben. Und dann werde ich da nochmal ein paar Mal hin und her wechseln, bis ich am Ende zufrieden bin mit der Optik.
Und wie gesagt, auch da nicht wundern, wenn das so nah dran ist. Hat man manchmal das Gefühl, es wirkt nicht so, aber wenn man dann sich mal vor dem Bild hockt, dann wirkt es doch schon wieder ganz anders auf die Größe, wenn man es dann nicht mehr so vor der Nase hat. Aber ja, ihr seht auch hier, ich bin mega dicht an der Oberfläche dran, da müsst ihr halt mega aufpassen, nicht die Düse, die Nadel kaputt machen. Aber das ist jetzt hier natürlich ganz wichtig, damit wir eben schön detailliert arbeiten können. Und deswegen werden wir das jetzt mal schön weiter so ausarbeiten. Und ich melde mich dann wieder, wenn es was Relevantes und Schönes zu quatschen gibt.
So, Dalle, da sind wir ja schon am Fuß angekommen und machen da eben schöne Detailarbeit. Auch da haben wir brutal viele helle Lichtquellen. Da werde ich jetzt dann auch immer wieder mal hin und her switchen und das machen, wie es reinkommt. Und dann immer die Helligkeit wieder Step by Step erhöhen bei den ganz krassen Punkten. Und man sieht ja ganz schön dort oben rechts, wo das Glasende ist. Da habe ich außerhalb des Glases geairbrushed. Da fragt sich vielleicht der eine oder andere, wieso ich das gemacht habe. Aber wenn man sich das Referenzbild anguckt, dann ist dort der Tassenrand schwarz. Und der Hintergrund ist natürlich hell, ist ja das Holz dahinter. Und dann haben wir da eine Abgrenzung und eine gute Wirkung. Problem jetzt natürlich, da wir das Glas zuerst machen, haben wir nicht den hellen Hintergrund. Wenn ich da jetzt natürlich einfach nur schwarz arbeite, dann würde ich da einfach nichts erkennen. Deswegen habe ich da jetzt schon mal ein bisschen weiß vorgelegt, um das Ganze dann eben bearbeiten zu können und dann mit schwarz eben mir meine Kante zu setzen, damit ich nachher weiß, wo das Ende und der Anfang von diesem Glas ist. Und deswegen habe ich das gemacht, genau. Das ist eigentlich schon der ganze Sinn und Zweck des Ganzen. Und ja, das Video selber habe ich auf zweifache Geschwindigkeit hochgeschraubt, damit es nicht über 2 Stunden lang ist, sondern nur 1 Stunde. Aber ich beschleunige es, das wollte ich jetzt gerade noch schnell sagen. Ich werde es jetzt nicht irgendwo jetzt nochmal groß beschleunigen oder so, sondern ich lasse es einfach auf zweifache Geschwindigkeit konstant laufen. So könnt ihr das am besten sehen. Ich meine, ob ihr das Ganze anguckt oder nicht, ist ja immer eine heure Sache. Oder ob ihr einfach dahin springt, wo es für euch interessant wird oder so. Und genau, da bin ich eigentlich jetzt unten dran. Und ja, probiert das Bild gerne aus. Zeigt mir eure Bilder, macht Fotos davon, würde mich mega interessieren. Probiert gerne mal sowas aus. Ist natürlich jetzt, ja, es sieht ein bisschen schwieriger aus, als es im Endeffekt ist, finde ich, weil es sind immer nur Formen und Kanten. Aber hier braucht man halt schon gute Freihand, damit es auch gut funktioniert. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere das auch ganz gut hinbekommen wird. Und deswegen, ja, gerne mir mailen oder schicken. Oder und da war ich so geil drauf, da habe ich es genau umgekehrt gemacht. Da habe ich mir gedacht, ich bin so ein Trottel. Ich muss den Innenbereich schwarz machen und sprühe nach außen schwarz vor lauter Gewohnheit. Das war richtig geil. Und genau, da das ja eh so eine leichte Wölbung hat und die Schablone auch, passt die da jetzt auch noch perfekt hin. Und ihr seht jetzt gleich, was ich da meine. Ich da mal meine X-Griffel aus dem Bild nehmen. So. Genau, jetzt seht ihr das Ganze. Das ist jetzt eigentlich, da ist das Glas auch schwarz. Also es hat da nicht mal so einen weißen Rand oder so. Und eben jetzt haben wir eben die Abgrenzung und wenn wir den Hintergrund machen, ist es dann eh, passt dann eh gut, dann bleibt die Abgrenzung auch da, aber so ist es für mich jetzt einfach nur schnell als Anhaltspunkt gedacht. Und das fand ich schon wieder ganz, ganz witzig, da habe ich selber auch mich lachen müssen dermaßen, wie sich da so ein kurzer Fehler einschleicht, aber auch hier wieder das Gute beim Airbrushen, man kann es schnell fixen, also wenn euch irgendwelche Sachen nicht passen an euren Bildern, dann probiert so lange rum, bis es passt. Kann ich euch nur empfehlen, einfach euch nicht damit zufrieden geben, wenn ihr nicht damit zufrieden seid. Guckt einfach mal, dass ihr das hinbekommt, was ihr euch vorstellt. Und dann passt es auch. Und wenn man halt nochmal irgendwas neu machen muss, ist halt so wie da jetzt, dann sprüht man halt mal kurz drüber nochmal oder macht es nochmal schwarz oder macht es nochmal ganz weg. Und dann passt es auch. Auf jeden Fall braucht man halt eine gute Airbrush-Kontrolle für so viel Freihandarbeit und Detailarbeit. Und ist eigentlich auch wieder eine richtig schöne Übung für Freihandarbeiten. Und ja, der eine oder andere fragt sich sicher, warum ich das nicht abdecke oder abklebe oder abmaskiere alles. Bietet sich natürlich bei Glas, sage ich mal, an, damit es noch authentischer aussieht, wenn es viele, sage ich mal, harte Kanten hat, aber wie gesagt, ich bin da kein Fan von, weil auf so einer Oberfläche rumschneiden, sieht meistens danach, sieht man doch immer leichte Einschnitte, gerade auf so einer Leinwand oder auf so einer Kartonleinwand wie die hier, finde ich, sieht man oft, auch auf Airbrush-Papier, wenn man dann schneidet,
dann doch eine Kante von den Schnitten und so. Und da finde ich, es sieht richtig, richtig scheiße aus. Also mir gefällt es persönlich gar nicht. Deswegen nehme ich da lieber die Freihandschablone, wenn ich wirklich eine schöne, scharfe Kante haben will. Und der Rest wird eben schön nah am Untergrund gearbeitet, um Overspray zu vermeiden. Und dann funktioniert das, glaube ich, auch ganz gut. Also ich finde, es sieht geil aus. Korrigiert mich, wenn es nicht so ist. Genau, und da werden wir jetzt eben schön den Fuß ausarbeiten. Mit Schwarz und Weiß weiter. Und ihr seht, ich springe immer wild hin und her. Das mache ich immer. Ich verfolge da kein krasses System oder so. Sondern ich mache das dann so nach Gefühl, wa? Was mir bloß aufgefallen ist, wo ich hätte ein bisschen dezenter sein können, ist bei der Vorzeichnung und Vorskizzierung. Ja, dieser Stift ist nicht schlecht, der ist ganz gut, dieser Weißstift. Aber das ist natürlich bei Glas gefährlich, wenn es dann irgendwo ein bisschen transparenter sein muss und man hat dann doch so einen starken Stiftstrich. Da hätte ich ruhig noch ein bisschen zarter und ein bisschen dezenter arbeiten können. Da hätte ich mir ein bisschen Arbeit erspart. So musste ich es dann teilweise ein bisschen mit Weiß abdecken und dann wieder mit Schwarz das Ganze wieder abdecken etc. Das habe ich ein paar Mal machen müssen, damit es nicht zu krass durchschimmert. Aber ansonsten war das alles dann doch gar kein Problem. Und ja, so kann man sich dann Step by Step durarbeiten und mehr Details einfügen.
So, Dalle, jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig mit dem ganzen Fuß und ich finde, er wirkt schon mega gut, vor allem aus der Ferne. Und schaut mal da, das bin ich und schaut euch mal an, ich habe da gerade mein Roséglas, mein Weinglas, hoppla. Und ich fand das so krass, wie hell diese Stelle unter diesem Glas ist, dass ich das einfach mal kurz reinhalten wollte. Ich finde es schon so richtig krass, was für einen hellen Punkt es eigentlich ergibt. Und es war irgendwie so witzig, weil ich das dann so in der Hand hielt und mir dachte, ey, es ist wirklich so krass hell wie auch auf dem Foto. Also es ist wirklich einfach so dieser Punkt vom Glas, wo so eine Lichtquelle hat. Und da spiegelt sich aber auch schon so viel in dem Weinglas. Ich mir dachte, aber leck mich am Arsch. Bin ich gerade froh, dass es im Referenzbild nicht so krass viele Spiegelungen gibt und sich das eigentlich noch relativ in Grenzen hält. Also da war ich doch ein Stück weit froh darüber, dass es nicht gleich so krass ist. Und ja, jetzt machen wir uns eben weiter ran an dem ganzen Spaß und fangen jetzt mit dem Flaschenboden an in der Flasche. Flasche sei ich schon. Ja. Im Whiskyglas. Im Whiskyglas. So, da haben wir nämlich den Boden. Und den machen wir jetzt. Das ist halt immer mit der Perspektive irgendwie tricky, dass es auch so dreidimensional nachher aussieht, wie es soll. Ja, aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, am Ende sieht es gut aus. Da zum Beispiel mache ich nachher die Form jetzt, die ich gemacht habe, die passt nachher nicht ganz so wie auf der anderen Seite. Da werde ich dann eben nochmal schnell mit Schwarz das Ganze korrigieren. Und das mache ich dann auch im Nachhinein noch, wenn es mir auffällt. Aber oft bin ich dann an so Sachen dran und merke dann manches Zeug nicht, dass irgendwas nicht so 100% stimmt, bis ich dann mal kurz mit dem Hund laufen bin oder mir ein Bier hole oder weiß der Geier was. Und dann zurückkomme und denke mir so, aus der Ferne, so Moment mal, das stimmt irgendwie die Proportion nicht so, wie ich es gerne haben möchte. Deswegen empfiehlt es sich immer mal wieder eine Pause zu machen, kurz ein paar Meter weggehen von seinem Bild und sich es mal aus der Distanz anzuschauen. Da fallen einem dann öfters mehr auf, wie wenn man direkt vor seinem Kunstwerk ewig lang hockt und es nicht bemerkt so schnell. Nur ein kleiner Tipp am Rande. So, jetzt sind wir natürlich am unteren Teil vom Whisky. Und in dem Whisky spiegelt sich natürlich schon viel auch rote Sachen. Ich kann ehrlich gesagt aus dem Foto nicht ganz erkennen, was sich da so krass rot spiegelt. Ob es die glimmende Zigarre ist, die aber aus der Frontseite eigentlich nicht glimmt, sondern ja eigentlich schon abgeascht ist. Kann ich es nicht ganz differenzieren, was es genau ist, aber ist es im Endeffekt wichtig? Eher nicht. Ich habe es trotzdem mit eingebaut, damit es einfach dem Originalen treu bleibt und auch passt. Und ich denke, es wird irgendeine Lampe oder so sein oder irgendwas. Vielleicht ist auch die Zigarette von der Rückseite, die noch klimmt, keine Ahnung. Da ist alles offen. Genau. Und ich arbeite jetzt halt in das Bild schon mal so aus, dass ich es nachher einfärben kann, damit es einigermaßen passt. Deswegen habe ich das farbige Bild und stelle es mir schwarz-weiß vor, um da schon mal bessere Kontraste setzen zu können fürs Einfärben. Und wie ihr seht, benutze ich doch recht viel dann für das nachher viel in Anführungsstrichen die Freihandschablone, damit ich einfach schöne Abgrenzungen habe. Und das sieht man hier mal wieder ganz gerne. Ja, und so versucht man eigentlich vom Referenzbild ausgehend immer die einzelnen Teile. Und das finde ich irgendwie ganz hilfreich. Immer wenn ich dann sage, so, ich mache jetzt den Stiel vom Glas, den Boden vom Glas, den Fuß. Jetzt arbeite ich mich zum unteren Teil des Whiskys und so kann man Stück für Stück machen. Und am Ende fügt sich das dann immer zu einem schönen Gesamtbild ein, bevor man da jetzt zu groß anfängt oder an zu viel Baustellen gleichzeitig, würde ich euch das auch empfehlen, das im Bild selber dann eben ein bisschen aufzuteilen. Da macht es euch das Ganze deutlich leichter. Und hier setze ich eben schon mal so eine harte Lichtquelle, die sich da im Glas spiegelt. Die werde ich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen abändern hinten raus, aber ja, das ist jetzt auch erstmal immer nur so ein bisschen Richtung finden. Ja.
Und da sieht man eben, dass ich es mit Schwarz, wenn es mir nicht passt, einfach schnell wieder korrigiere. Und dann eben, wenn ich merke, ah, der Winkel, der passt nicht ganz so, dann ändere ich das auch gerne einfach nochmal schnell ab. Und dann passt das am Endeffekt wieder. Und so arbeitet man sich auch hier wieder Step by Step durch. Und rechts spiegelt sich noch ein bisschen nachher der Glasaschenbecher. Und genau, das ist eigentlich Farbverläufe und Formen und Kanten. Mehr eigentlich nicht. Dann werden wir das Ganze jetzt mal noch weiter ausmalen. So, Runderlay. Da habe ich mir Nicknacks in den Mund gestopft, da wollte ich die Aufnahme anfangen. Das war sehr intelligent. So, dann machen wir die mal schnell auf. Das ist mal Professionalität, wa? Gleich mal einen Schluck Bier. Ah, perfekt. Genau, hier machen wir jetzt nämlich gerade schön die Spiegelung vom Aschenbecher. Der Glasaschenbecher. Spiegelt sich nämlich dann nämlich ganz schön mit in dem Ganzen. Und ich sehe auch gerade, da muss ich jetzt gerade mal rüberrollen an mein Bild. Ja, da spiegelt sich auch die Zigarre eigentlich mit, aber das habe ich im Vorzeichnen gar nicht so gerafft, wenn ich ehrlich bin. Und die ist bei mir gar nicht so
detailliert drin wie da. Fällt mir jetzt gerade mal so auf. Ihr seht es ja selber, da oben ist ja eher so ein Strich nur. Ja, das ist mal scheiße, wa? Fällt mir jetzt gerade so, als hätte mir auch schon vorher auffallen können. Ach du Scheiße. Ja gut, hätte ich nichts gesagt, wäre es wahrscheinlich keinem aufgefallen, aber ja, da werde ich wahrscheinlich noch mal nacharbeiten, bevor ich dann weitermache mit dem mit dem Aschenbecher und der Zigarre. Ich das noch mal ein bisschen ausarbeiten. Aber auch gar nicht so schlimm, weil die Zigarre färben wir eh noch ein bisschen braun ein und dann werde ich das auch dort wieder fürs Glas benutzen. Dann ist das auch wieder in Ordnung. Aber es ist jetzt gerade witzig, weil es mir ganz so ins Auge springt und mir davor gar nicht aufgefallen ist. Ist das cool. Genau, jetzt machen wir eben weiter am Glasoberteil. Hier setzen wir jetzt auch nachher mal relativ die weiße Lichtquellen. Auch da hat es so leichte, dezente Spiegelung immer drin. Das kann man natürlich mit der Freihandschablone perfekt so machen, wenn man die einfach ansetzt und dann leicht nach außen Nebel lässt. Und somit hat man einfach ein sauberes, cooles Endbild. Also von so einem auslaufenden Lichteffekt, und dafür bietet sich das halt mega gut an. Und ja, auch nicht wundern, der Rand oben, den habe ich ein bisschen fett angemalt, der vorgemalt, meine ich. Ich weiß gar nicht warum. Den werde ich dann auch später wieder ein bisschen runter reduzieren. Mit Schwarz und Weiß werde ich das ein bisschen runter und nehmen wieder. Er ist schon relativ dick, der Rand oben auch, und nicht ganz so dick, wie ich ihn gemalt habe. Habe ich mir irgendwann gedacht, sollte ich auf jeden Fall beheben. Sieht sonst irgendwie aus wie so, keine Ahnung, so ein Fischmund oder so, also nicht so das Wahre. Und da habe ich dann eben auf jeden Fall noch nachgebessert und am Ende hat es mir dann auch gefallen. Und auch hier wieder, ich mache jetzt erstmal wieder den Whisky-Boden, also die Flüssigkeit erstmal hier. Und arbeite mich dann weiter nach oben zum Glas hindurch. Und auch hier wieder einfach schauen. Licht- und Schattenverhältnisse müssen stimmen und die Reflexionen und alles. Und dann passt das auch ganz gut. Und da muss man einfach ein bisschen schauen, dass es einfach stimmig ist. Wenn ihr schon Probleme habt, das farbige Bild jetzt zu nehmen und es dann einfach, so wie ich jetzt quasi, erstmal schwarz-weiß zu malen, ohne dass es das ist, dann nehmt euch die Hilfe und macht das Bild selber schwarz-weiß einfach bei euch am Computer irgendwo. Ist ja heutzutage gar kein Problem mehr. Ich glaube sogar das Standard-Paint-Programm kann Farbentsättigen machen oder so und dann hat man es gleich schon schwarz-weiß. Aber alle anderen könnt es natürlich mit Photoshop oder ähnlichem dann machen oder GIMP oder was es alles gibt. Und dann macht es euch einfach schwarz-weiß und dann macht es euch vielleicht am Anfang leichter, das Ganze erstmal so auch zu malen, bevor ihr es dann einfärbt. Ich mache das eigentlich nie, weil ich am Anfang habe ich es öfters gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, brauche ich es gar nicht. Da habe ich das einfach so nach Gefühl gemacht und es dann so umgesetzt, dass es dann auch mal gut gepasst hat und deswegen. Aber das noch als kleiner Tipp. Könnt ihr gerne machen, dann seid ihr da sicher. Und genau, da hat man jetzt gerade gesehen, mit der freien Schablone habe ich den linken Rand ausgenebelt, weil der ist eigentlich im Referenzbild eigentlich auch fast nicht sichtbar, der Glasrand. Und da eben braucht man die Freihandschablone. Wenn man es nicht dauernd abkleben, abmaskieren will, abkleben und schneiden und dann hat man wieder lauter Schnittkanten und. Macht man lieber die Freihandschablone oder ihr nehmt euch ein Papier und schneidet da so einen leichten Bogen raus oder so. Benutzt sowas. Geht auch, aber eben die Freihandschablone, die wird von mir immer regelmäßig vergewaltigt und funktioniert ganz gut. Ist eigentlich so voll das Billigteil von Amazon, wenn man das mal so sagen darf. Hat bis jetzt treue Jahre gehalten. Und hoffe mal, dass sie noch ein bisschen hebt. Aber das passt eigentlich ganz gut.
So, Dalle. Da links sieht man schön meinen Fleck an der Leinwand ganz links. Und das ist eben von der Schablone oder von meinem Arm. Irgendwas, irgendwo bin ich dann hängen geblieben. Ich kann es gar nicht genau sagen, was es war. Aber das habe ich dann später auch nochmal schnell mit Schwarz wieder überdeckt. Mit der irgendwann dran stand, so, ey, was ist das denn an der Seite? Aber naja, ist ja alles halb so wild. So, hier gehen wir jetzt an dieses dreieckigförmige Dingens ran. Und das ist eben die Spiegelung vom Glasboden unten. Er spiegelt sich durch die Flüssigkeit wieder am Seitenrand. Leicht verzerrt halt. Und ja, da habe ich auch erstmal lange überlegen müssen, was das genau sein soll. Aber das ist mir irgendwann natürlich eingefallen, dass es eigentlich nur die Spiegelung sein kann. Und da auch wieder einfach schauen, dass man schönes Micro-Control hat, wie man so schön sagt, und das Ganze dann einfach immer mit genug Ruhe und Koordination dann eben macht. Und ja, da muss ich ja auch mal wieder viel aufs Referenzbild schauen, dass ich da auch nicht durcheinander komme, dass ich da nicht irgendeinen Käse mache. So wie mit der Zigarre oder so. Aber ja, da muss man einfach mal schauen, dass man eben einfach das Richtige macht. Sachen auch richtig einschätzt etc. Und ihr seht, ist bei mir, ich mache oft dann wieder viel weiß arbeiten, dann switche ich dann doch mal eher schnell zu schwarz. Arbeite dann vielleicht ein Detail, einen Bereich aus und dann switche ich doch wieder um. Das mache ich doch öfters. So wie ich gerade lustig bin. Und dann wird so Step by Step immer mehr und mehr das Gesamtbild dann fertig. Also das ist irgendwie immer ganz spannend irgendwie und finde ich auch für mich selber manchmal wieder so wie aus ein bisschen Luft und Farbe danach wieder so ein schönes Kunstwerk entstehen kann. Ist eigentlich immer eine tolle und eine interessante Sache. Und ja, ich sehe jetzt hier beim Glas oben halt relativ viele Farben drin. Also diese Brauntöne und dieses Whisky-Braun, das spiegelt sich halt brutal viel oben. Und damit ich da auch was zum Einfärben habe, sprühe ich hier jetzt in dem Glasbereich oben überall immer so ein bisschen mehr Farbe aus, damit ich die nachher einfach nur besser einfärben kann, weil auf Schwarz lässt sich natürlich schlecht was einfärben. Wenn es transparent ist, dann sieht man das so gut wie gar nicht. Deswegen bin ich da recht großzügig. Wobei ich sagen muss, dass ich an manchen Stellen, wenn ich mir das Endprodukt so angucke, ab und zu doch noch ein Ticken hätte mehr geben können, um ein bisschen mehr Farbe reinzubringen. Ist aber, wie gesagt, nicht so wild. Mir gefällt es trotzdem sehr gut. Und ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, es muss jetzt genau 100% so aussehen wie das Referenzbild oder es muss 100% so und so sein. Sondern ich bin jemand, ich weiche auch ganz gern mal einfach von der Vorlage ab und mache auch manchmal gern mein eigenes Ding komplett. Und umso mehr ich auch freier schaffen kann, umso besser, umso oft gefällt es mir eigentlich besser zu arbeiten. Also wenn ich selber Bilder male oder so, keine Vorlage habe, dann kann ich mir viel mehr Freiheiten rausnehmen und auch viel freier arbeiten. Das gefällt mir eigentlich auch viel besser. Und das versuche ich jetzt auch mal öfters wieder mehr einzubauen. Aber ja, man hat ja nicht immer die Zeit für so viel Zeug. Kommt ja noch der ganze Alltag und alles dazu. Cheers. Aber ich finde dieses Tutorial eigentlich ganz interessant. Wie gesagt, für Fortgeschrittene wie auch für Anfänger kann man sich gerne ranwagen und vielleicht auch nur einfach nur das Glas mal machen. Das ist eigentlich auch schon ganz interessant. Dadurch, dass ich es eben so splitte, kann man das auch sagen, weißt du was, ich mache jetzt einfach nur das Glas als Anfänger und baue den Fuß unten einfach nochmal. Man kann sich das Bild einfach spiegeln und dann die rechte Seite genauso wie die linke machen und dann passt das auch wieder. Da sagt dann keiner nachher, sei das ist aber nicht korrekt, weil wenn man sich den Fuß mal genau anschaut, spiegelt sich da eigentlich alles fast gleichzeitig, links und rechts gleich ähnlich. Und dann kann man das einfach spiegeln und dann hätte man nur das Glas. Das ist eigentlich auch schon für einen Anfänger mehr als genug. Da
kann man dann schon richtig gut was vorweisen, was ich eigentlich auch ganz interessant finde. Ist eigentlich gar nicht schlecht so, oder man macht nur nachher den Aschenbecher und die Zigarre oder so. Also das kann man natürlich auch machen, wie man möchte. Und jetzt kommen wir eben schön zum besagten Fischmundrand hier. Den werde ich jetzt nachher mal wieder ein bisschen verkleinern. Aber ich habe mir dann eh schon gedacht, ich arbeite eh noch ein bisschen nach innen rein. Das Ganze, dadurch wirkt es dann eh schon schmäler und dann hat das nachher eigentlich ganz gut hingehauen mit dem Rand. Und dann kommen wir nämlich nachher auch schon so langsam bald mal zum Einfärben. Das dauert auch gar nicht mehr so lang. Und da kommen eben, wie gesagt, die zwei Transparenttöne dazu und mehr nicht. Ich habe, wie gesagt, nur die vier Farben jetzt benutzt. Das Ocker, Gold-Ocker, das habe ich genommen, weil ich es besser fand wie ein sehr starkes Gelb, weil das nicht alles so gelb ist, sondern eher so ein bisschen ja, orange-braunfarben. Und dieses Gold-Ocker-Farbene gefiel mir besser. Ja, schön auf dem Wurst gegessen, nebenher sehe ich gerade. cool. Ist auch nur mir aufgefallen. Ah, doch, da. Auf jeden Fall habe ich den Gold-Ocker-Ton genommen, weil das eben noch ein bisschen... Ja, es wirkte stimmiger für die Farben irgendwie, weil das ist halt auch nochmal die Kunst, so das Ganze, die ganze Farbgebung natürlich nachher präzise zu treffen, ist relativ schwierig, finde ich immer. Vor allem, wenn es in so einem Glas so viele verschiedene Farbtöne sind. Und da war eben das Goldocker und das Weinrot eigentlich die passende Wahl für mich, weil das Goldocker nicht so penetrant gelb ist wie ein normales Gelb, aber auch nicht zu braun wie das Standardbraun. Das war genauso dazwischen. Und mit dem Rot konnte ich es halt eben noch dunkler und orangener machen. Und das hat eigentlich sehr gut hingehauen. Da war ich wirklich froh auch drüber, dass es so gut geklappt hat. Und da habe ich dann halt auch wieder on the fly dann eben die ganzen Sachen wieder gemischt auf dem Ganzen. Und als erstes mache ich nachher nämlich, glaube ich, dann irgendwann auch noch die ganzen Rotsachen fertig, damit ich die nicht versehentlich jetzt einfärbe, weil dann müsste ich sie nochmal mit Weiß ausarbeiten, damit ich sie nur rot einfärben kann, weil die halt nur rot sind, die Stellen. Und damit ich mir selber nicht irgendwie in die Quere komme. Entschuldigung, sorry. Genau, deswegen habe ich da einfach mal geschaut, dass ich da auch nur die Stellen einfärbe, die ich auch einfärben möchte. Und jetzt, wie man das Glas jetzt mal wieder von der Distanz betrachten, wirkt es schon wieder sehr, sehr schön realistisch. Es wirkt dann halt immer besser, wenn ihr natürlich so nah dran seid, dann wirkt es vielleicht auf den ersten oder zweiten Blick nicht so gut. Aber wenn man jetzt eben sieht, wie das so ein bisschen aus weiter Ferne aussieht, dann entfaltet sich schon langsam der realistische Look. Und das ist eigentlich schon das, was wir eigentlich wollen. Und darauf zielen wir natürlich ab, ein schön realistisches Bild hinzubekommen. Kein Fantasy oder abstraktes Bild, sondern doch, ich würde jetzt nicht sagen fotorealistisch, aber halt schon mal in die Richtung. Und ich finde, so ist es einem schon ganz gut gelungen, da wir mal das so anschauen. Also ich finde, es wirkt schon sehr gut. Auch vor allem, was mir bis dato wirklich am besten gefällt, ist das Griffstück von diesem Whiskyglas. Also das untere Griffstück und der Fuß. Da finde ich einfach, da merkt man irgendwie, oder das sieht man einfach, dass das Glas wirklich ist. Das entfaltet sich da eigentlich sehr gut. Und das hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Und da fangen wir natürlich auch nachher mit der Färbung an. Man muss sich halt ein bisschen noch im Hinterkopf bedenken, dass man natürlich auch ähnliche Farben dann für den Boden nehmen, weil das spiegelt sich ja auch schon im Glasfußboden, dass den Farbton, den man da ansetzt, den dann später auch für den Hintergrund dann sich im Kopf behält und dann eben sagt, da brauche ich dann auch den gleichen Ton eben wie im Fußsockel, damit es nachher auch nicht zu unstimmig aussieht ganz am Schluss. Und jetzt eben fange ich an, das Ganze einzufärben. Ja, da ist selbst nicht mal da, ist mir aufgefallen, dass es die Zigarette ist, die ich da oben, meine Zigarre, die ich da jetzt gelb eingefärbt habe. Aber
Jetzt taste ich mich eben etwas langsam ran an die Geschichte. Und ich färbe auch die ganz hellen Sachen ein bisschen ein und arbeite die nachher nochmal mit Gelb, mit Weiß aus, damit die nochmal einen schöneren Effekt kriegen. Und dann nebel ich sie nochmal leicht ringsrum ein, damit es einfach einen realistischeren und runderen Look bekommt. Ich werde jetzt auch nachher wieder ein bisschen näher reinzoomen. Ich wollte es jetzt einfach nochmal ein bisschen aus der Distanz euch zeigen. Das Ganze da, damit ihr das auch im Blick mal habt. Und da färbe ich jetzt eben, das ist jetzt nur Goldocker, das ich da jetzt gerade benutze. Und das färben wir jetzt eben Step by Step und langsam ein, weil sonst da müsste man natürlich wieder viel reparieren mit Weiß, wenn wir da jetzt viel machen wollen. Das ist natürlich dann nicht so einfach, die Farbe da wieder rauszukriegen. Deswegen da einfach ein bisschen vorsichtig arbeiten. So, da kommt jetzt das schöne Weinrot zum Einsatz und ihr seht, wenn sich das mit dem Goldocker vermischt, gibt es so einen schönen dunkel, ja, dunkelbraun-roten Mix, der gefällt mir mega gut. Und da, wo ich es halt ein bisschen dunkler haben will, da gebe ich ein bisschen mehr Farbe. Und da, wo ich es nachher mehr Orange haben will oder so und merke, ach, das ist mir noch zu wenig, zu viel Rot, da kann man wieder natürlich mit dem Ocker dagegen arbeiten, dann wird es natürlich wieder oranger. Man muss halt einfach beim Einfärben ein bisschen darauf achten, dass man einfach nicht zu viel von allem macht, weil dann hat man wieder einen sogenannten Einheitsbrei und den wollen wir natürlich nicht haben, sondern da eben auch schön Schicht auf Schicht arbeiten, damit das auch wirklich stimmig wird. Und ich glaube, wenn wir jetzt gleich soweit sind, färbe ich eben wieder unten wieder was mit Weiß ein. Damit meine ich das Ganze nachher. Ja, jetzt sind wir wieder schön richtig nah ran, so wie wir es eigentlich haben. Und auch hier wieder schöne Airbrush-Kontrolle, schön nah ran. Und jetzt wieder die hellen Spots rausholen. Das, was sich wieder extrem spiegelt. Und Dingens, aber natürlich, viele Sachen sind nicht nur komplett weiß, deswegen werden wir das nochmal ein bisschen mit Gelb sonst einfärben. Es soll natürlich nicht zu krass dann aufsetzen. Die Farbe da, wo sie nicht hingehört. Aber eben gesagt, so die Highlights, die ziehen wir jetzt wieder raus und färben es dann wieder so ein bisschen da ein, wo es eben eingefärbt werden soll. Um da einfach wieder einen schönen Look hinzubekommen. Und das seht ihr jetzt wieder mit dem Ocker. Das wirkt schon sehr gelblich, das Ocker, aber ich finde es gerade perfekt für das Ganze. Und da gehe ich jetzt auch wieder. Ja, hier bin ich schon ein bisschen mehr über das Ganze drüber gegangen, weil mir da unten auch der Braunton nicht, also noch zu rot war, was mir noch nicht ganz so gefallen hat, aber wie gesagt, da müsst ihr einfach
probieren und machen, bis euch das taugt. Und da ziehen wir wieder die hellen Spots raus von den Lichtreflexionen. Ach, das Griffstück gefällt mir einfach. Das sieht geil aus. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist mir gut gelungen. Ach, geil. Und deswegen machen wir das. Ach, wie gesagt, mir gefällt es einfach. Da ziehen wir jetzt eben wieder das, die helle Lichtreflexion raus. Ja, auf dem Referenzbild ist es noch einen Ticken detaillierter gemacht mit dem ganzen Background, mit dem Hintergrund. Da spiegelt sich doch, also ich habe ein bisschen höheren Schwarzanteil generell in dem Glasboden und auch im Oberteil, aber wie gesagt, das sind so Sachen, die nehme ich mir einfach gern raus, weil ich mir denke, komm, so sieht es dann für mich stimmiger aus. Und dann mache ich das auch einfach so. Genau, und hier oben sind ja die ganzen eben roten Reflexionen. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich die zuerst, damit ich die nicht versehentlich wieder einfärbe mit dem anderen Ton oder mit dem Goldocker eben. Dann nicht zu nah rankommen, weil sonst wird es ja wieder orangefarben. Und deswegen ziehe ich jetzt erstmal bewusst alles Rote durch, damit es eben so einen passenden Ton hat und nicht versehentlich überarbeitet wird. Und auch hier wieder ein Testen und ein geschicktes Schichtarbeiten ist hier vonnöten. Da muss man auch ein bisschen einfach mit der Farbe experimentieren. Wie verhält sich die Farbe? Wie kann ich sie gut mischen? Im Zweifelsfall nehmt euch einfach ein weißes Blatt Papier und probiert das Ganze vorher aus. Wie sich dann solche Töne, wenn ihr kein Goldocker da habt, sondern ein normales Gelb oder ein Orange, dann nehmt es einfach und guckt einfach mal, wie sich es verhält, wenn ihr das dann mit dem anderen, mit so einem Rotton oder so einem dunklen Rot oder so einfach mischt, ob ihr dann auch auf so eine Farbgebung kommt oder nicht. Und probiert das einfach auf dem gelben Blatt Papier aus, die verschiedenen Schritte, wie dunkel es wird oder wie orangefarben oder wie rot. Und dann seid ihr da safe und sicher und dann habt ihr da auch keine Probleme nachher mehr mit eurem Bild, wenn ihr das einfärbt. Und dann würde ich sagen, färben wir das jetzt nochmal schön weiter ein. Thank you.
So, da jetzt sind wir schon relativ am Ende. Jetzt machen wir natürlich nur noch die High-Reflexionen im Hintergrund. Wir haben natürlich jetzt schön alles eingefärbt in den Farbton, den wir haben. Der Whisky hat diesen schönen braunen, dunklen Ton. Einen richtig schönen, ja, Whisky-Ton. Das hebt sich schön ab und spiegelt sich dann eben im Rest vom Glas. Finde ich, sieht irgendwie geil aus. Jetzt machen wir eben nur noch so ein bisschen, weil ich da eben noch Weiß drin habe, eben die Reflexion vom Aschenbecher und ein bisschen die Highlights rausziehen und eben diese zwei weißen Highlight-Spiegelungen haben wir jetzt noch am Ende nochmal schön rausgezogen, damit die schön aussehen. Und da sind wir eigentlich schon so gut wie fertig mit dem Whisky-Glas. Ich sage immer Weinglas und Whisky-Glas. Whisky, 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 Whisky-Glas. So, jetzt sind wir jetzt nämlich gleich schon relativ fertig. Wenn natürlich zum Schluss noch Firnis draufkommt oder Versiegelung oder Spraydosenlack, was auch immer, dann kommt auch nochmal richtig gut zur Geltung. Also da nicht wundern, das wirkt natürlich jetzt alles auf Leinwand auch ein bisschen matter, aber die Kontraste kommen da nochmal deutlich besser raus. Da haben wir jetzt schon mal das Bild mit dem Whiskyglas und es sieht eigentlich schon bombig aus. Ich freue mich auf jeden Fall weiterzumachen und freue mich, wenn ihr bei den nächsten Teilen auch mit am Start seid. Wie gesagt, gerne liken, abonnieren, die Glocke drücken, alles Mögliche. Ihr kennt ja den Kladderadatsch. Und wie gesagt, dann freue ich mich auf ein nächstes Mal und in diesem Sinne viel Spaß beim Airbrushen. Mich hat es wieder richtig gefreut. Reingehauen.